meine sehr verehrten Damen und Herren. Es war im Sommer letzten Jahres, wo Wilfried Klein und ich uns mal zusammengesetzt haben und überlegt haben, was machen wir eigentlich mit dem Jahr 1923 als große Herausforderung. Und wir haben das getan, damals wenige Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges, bei explodierenden Energiepreisen, einer absoluten Krisenstimmung und natürlich auch einer sich ständig erhöhenden Inflationsrate. Wir hätten nicht geglaubt vor 2-3 Jahren noch, dass 1923 die hundertste Wiederkehr dieses besonderen Jahres in der deutschen Geschichte einmal unter Krisenmetaphern begangen würde, unter aktuellen. Und ich bin auch weit davon entfernt, jetzt das gleichzusetzen. Also wir sind sicherlich nicht in derselben Situation wie die Weimarer Republik. Ich glaube, so ein Krisenjahr hat die Bundesrepublik Deutschland eben auch nie erlebt oder erleben müssen. Aber es hilft uns, etwas ganz Wesentliches zu verstehen. Geschichte ist nicht ein fern zurückliegendes Ereignis, was man aus großer Distanz betrachtet und vielleicht nicht versteht, sondern Geschichte hat immer etwas auch mit der Gegenwart zu tun. Und ich glaube, die große Relevanz dieses Jahres liegt darin, zu verstehen, erstens, was hat das eventuell für Auswirkungen dieses Jahr gehabt, bis in unsere Gegenwart, das ist das eine. Das zweite ist es aber auch, hat das was mit meinem Leben zu tun? Kann ich nachvollziehen, was damals passiert ist, wenn ich mir meine eigene Situation anschaue? Und das, was ihr und sie gestern mit diesem Tauchgang gemacht habt, ist eigentlich genau dieser Ansatz. Ein fern zurückliegendes Ereignis, von dem man nur über Hörensagen, wenn überhaupt, etwas mal erfahren hat, dem nachzuspüren, dem nachzugehen und zu gucken, was hat das mit unserer Gegenwart zu tun? Und wie reagieren wir darauf? 1923 war ein Jahr, was extrem geprägt war durch massive Gefährdungen der inneren und äußeren Sicherheit des jungen deutschen republikanischen Staates, der Demokratie. Es war ein Jahr, in dem dieser Staat, diese junge Demokratie mehrfach vor dem Ende stand. Es war ein Jahr, in dem die Gesellschaft maximal polarisiert war. Es war ein Jahr, in dem existenzielle Nöte herrschten. Wenn Sie sich an die Ruhrbesetzung erinnern, dann wird oft nur an die Opfer von der Gewalt der Besatzer oder auch der Gegengewalt der Besetzten gesprochen. Wir wissen erst seit einiger Zeit bei Tiefenbohrungen zum Beispiel, dass Tausende von Kindern vom Hungertod bedroht waren und nur durch eine Verschickung ins nicht besetzte Land, ins nicht besetzte Gebiet haben überleben können. Das sind existenzielle Fragen, die Menschen damals natürlich extrem beschäftigt und politisiert haben. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass ihr und sie aus Bad Wildungen hier angereist sind, weil wir nur mit diesem Weitergeben von Erfahrungen, die etwas mit unserem Leben zu tun haben, Geschichte begreifen können und auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen können. Und ich bin jetzt auch nicht nur Leiter der Landeszentrale, ich bin selber Historiker und komme eigentlich aus der Weimar-Forschung. Als ich vor ungefähr 35 Jahren studiert habe, da war Weimar ein Thema, was man nicht ausschließlich, aber sehr oft nur als Vorgeschichte des Nationalsozialismus betrachtet hat. Wir wissen heute bei den Jahrestagen seit 2018, wo wir immer wieder auf Ereignisse vor 100 Jahren stoßen, viel besser, dass Weimar ein offener Prozess war, dass Weimar hätte auch funktionieren können und dass 1933 nicht schon 1918 festgelegt war als Endpunkt. Und 1923 ist ein wunderbares Beispiel dafür, auch mal zu zeigen, es hat auch durchaus mal funktioniert. Ja, mit allen Fehlern, die natürlich damals zeitgenössisch fast auch gar nicht zu verhindern waren von den Handelnden. Aber die Republik hat dieses Jahr überstanden und sie ist danach in eine gefestigte Phase übergetreten. Die goldenen 20er schließen sich ja eigentlich unmittelbar
1923 an. Und das ist nicht nur ein Phänomen, was es wissenschaftlich zu begutachten und zu beurteilen gilt, sondern es ist eben auch ein Zeichen dafür, dass Demokratie funktionieren kann, auch unter extrem schweren Bedingungen. Das ist auch eine Botschaft, die wir, glaube ich, mitnehmen sollten. Und wo Gustav Stresemann jemand ist, der tatsächlich zeigt, wie man in solchen Krisen verantwortlich regieren kann, mit allen Fehlern, die auch damals passiert sind. Aber es geht ja nicht darum, Fehler zu kritisieren, sondern es geht auch darum zu verstehen, mit welchen Handlungsspielräumen damals die Politiker umgehen mussten und wie sie genutzt haben. Und das finde ich ein ganz lehrreiches Beispiel. Und eine letzte Bemerkung, ganz persönlicher Art. Meine Mutter ist am 22. November 1923 geboren. Und wir hoffen, dass wir noch ihren 100. Geburtstag dieses Jahr feiern können. Und sie ist noch bei guter geistiger Gesundheit. Und sie erzählt immer wieder, dass sie am Tag ihrer Taufe, das war 2 Tage nach ihrer Geburt, von ihrem Patenonkel eine Rentenmark in das Taufkissen gelegt bekommen hat. Das war für sie eine prägende Erzählung, weil es ein Vermögen war. Eine Rentenmark, das war eine Woche vorher, war die Währungsumstellung. Vorher zahlte man Billionen, aber wertlose Billionen. Sie kennen vielleicht auch die ganzen vielen bunten Geldscheine aus dieser Zeit. Und sie bekam ein Edelmetall, eine Rentenmark. Das ist einfach für mich immer von früher Kindheit an gewesen, eine Erzählung, die mir gezeigt hat, was Geldwert bedeutet. Nicht die absolute Masse an Vermögen, sondern das ist existenziell, dass ich für mein Geld etwas bekomme, dass Geld etwas wert ist. Und damit kommen wir zum letzten großen Thema eigentlich des heutigen Tages. Was macht eigentlich Inflation mit der Gesellschaft, mit der Wirtschaft, mit den Einzelnen? Und welche Konsequenzen hat ein solches Phänomen, wenn es aus dem Ruder läuft, für demokratische Ordnungen? So viel von meiner Vorrede. Ich wollte damit noch nur deutlich machen, dass auch die politische Bildung eben sehr daran interessiert ist, mit solchen historischen Jahrestagen und Jubiläen, Anführungszeichen, so zu arbeiten, dass es die Menschen von heute verstehen und dass sie darüber nachdenken, was es mit ihrer Gegenwart und ihrer Zukunft macht. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.